Hallo, schön, dass ihr einschaltet. Ich hatte noch kurz auf dem Herzen, bevor ich jetzt losdüse, ein Thema anzusprechen, was ich bereits auf dem Blog kurz mit einem Foto anschnitt, sage ich mal. Da trug ich nämlich nur einen ganz krassen orangen, naja, korallefarbenen hier. Den habe ich zugeschickt bekommen. Ein Lipgloss, den ich wohl so nicht gekauft hätte, weil er einfach orange ist, also hier Koralle. Aber dadurch, dass ich ihn zugeschickt habe, hat es mir doch irgendwie gefallen, auch wenn es nicht das Allerschmeichelhafteste ist, was man an einem Typen wie mir platzieren kann. Aber ich habe im Moment eigentlich ein anderes Fable und das ist Pink. Also extrem. Was Cindy letztes Jahr für mich auf den Lippen war, ist es dieses Jahr absolut Pink. Ich habe da schon, ja, wann war das? Also vor einer Weile hatte ich einen ganz großen Beitrag mit diversen pinken Lippenprodukten zusammengefasst, aber man fand es immer wieder auf dem Blog Pink, 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 Pink und transparent und deckend. Und also absolut mein Ding im Moment. Blush. Püppchen bin ich ja schon immer, also noch lange vor meiner Leidenschaft für Lidschatten. Das ist im Moment so ein bisschen im Wandel, denn ich mag es entweder so oder halt fast gar nicht anwesend, ja. Und das ist natürlich so eine Sache, die lässt sich sehr schwer mit auch noch Lidschatten kombinieren. Also ich glaube, pinke Lippen, viel Blush und auch noch extrem betonte Augen, wie ich das zum Beispiel zu Silvester gemacht habe, war für mich dann auch wirklich eher so ein Silvester-Ding. Eine Art Verkleidung. Und ich denke, so auf der Straße müsste man echt so einen Jutesack schon tragen, damit das irgendwie in Balance bleibt, dass man nicht irgendwie... Ich meine, es gibt natürlich viele Klischees, aber ich finde, es ist auch irgendwie nichts... Also da muss man wirklich schon irgendwie irgendwas verkörpern, total so eine sehr viel Selbstbewusstsein mitbringen, dass das irgendwie auch noch cool aussieht, so rockt, ne? Und ich fühle mich darin auch überhaupt nicht wohl, also wenn alles irgendwie, das ist irgendwie nicht so mein Ding, auch wenn ich jetzt vom Kleidungsstil und von meinen wuschelbernie gefrisierten Haaren das meistens doch so ein bisschen drücke vom Barbie weg, würde ich sagen. Aber ich mag das im Moment total gerne, ohne Mascara aus dem Haus zu gehen. Und ich wollte gern wissen, was ihr davon haltet. Ob ihr das macht, wann. Also gerne, bewusst, so wie ich das im Moment tue. Vielleicht auch eben, um andere extremer so zu neutralisieren. Oder weil ihr sogar findet, dass es irgendwie, ne, eure Augen dann viel mehr betont, was weiß ich. Aber normalerweise ist Mascara ja immer so das A und O. Immer wenn jemand seine Must-Schmink-Sachen benennt, dann ist es eigentlich immer Wimperntusche. Denn Wimperntusche hat ja wirklich ein immensen Effekt, ist keine Ahnung warum, aber es pusht halt einfach so diese Beauty-Schemata, sowohl diese Symmetrie-Geschichte als auch die Kindchen-Schema-Sache. Und ein Look, ohne die Augen zu betonen, widerspricht ja einerseits den aktuellen, vielleicht aber auch schon langjährigen Schönheitsideal und ist auch völlig ungewohnt, weil ich meine, früher mag ja Wimperntusche noch was Besonderes gewesen sein. Heutzutage sieht man selten eine Frau, sogar die, die eigentlich überhaupt nichts mit Beauty zu tun haben, benutzen irgendwie ein bisschen Mascara. Und daher ist das schon echt sehr ungewohntes Bild. Und wenn man dann ja trotzdem geschminkt ist, also ne, hier pink, pink und dann also sehr edgy, halte ich es persönlich. Und ich mag das. Also ich mag den Gedanken, dass es eben nicht so vielen Leuten gefällt, bis hin zu niemandem. Ich meine, wir hier, die Beauty-Leute auf YouTube und im Internet, haben eh den Ruf weg. Wir würden das alles nur machen, um Männern zu gefallen, was ja völliger Blödscheiß ist. Ich weiß nicht, ich bin verheiratet. Ich habe überhaupt gar kein Bedürfnis danach. Sicher, so ein Urinstinkt, es herrscht, glaube ich, in jedem, ne, Akzeptanz und was weiß ich. Und sicher ist das auch irgendwie Menschentour, das durchaus zu begrüßen. Aber ich finde, es gibt Dinge, da muss man das nicht unbedingt herausfordern. Ich trage ja auch nicht immer so ein Dekolleté, ne, auch wenn ich weiß, es hätte gewissermaßen auch eine Wirkung. Also ich finde es etwas komplex. Ich glaube, es ist also etwas eher, was den wenigsten gefällt, zumal ich ja überhaupt nicht so ein Püppchengesicht habe, das jedem gefällt. Ich sehe ungeschminkt fürchterlich aus und das sage ich nicht, um Fishing for Compliments zu ernten. Ich habe wirklich einfach nicht dieses schöne Gesicht, was man heutzutage als attraktiv betrachtet. Wenn man auch die sämtlichen angesprochenen Schemata betrachtet, von Symmetrie oder Kindchenschema. Also bei mir ist das alles völlig hinfällig, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Also ich brauche jetzt irgendwie gar keinen Trost. Ich habe viel Spaß am Schminken. Ich weiß, wie ich mich so herrichte, dass ich mir auch dann irgendwie gefalle in dem Aspekt. Aber ich finde es auch eben mal schön,
ganz andersherum. Und ich weiß nicht, ist Mascara etwas, worauf ihr unter keinen Umständen verzichten würdet? Ist das vielleicht echt was für euch, so eben entgegen dem Schönheitsideal, also wo ihr dann auch bewusst wisst, mit diesem Look werden die Leute euch unschön finden, sag ich mal, oder viel weniger schön. Würdet ihr zu einem Date vielleicht sogar ungeschminkt gehen, also vielleicht geschminkt, aber halt, ne, ohne Augen zu betonen, sagen wir mal, das bewusste, unvorteilhafte Schminken, das durchaus ästhetisch ist, aber eben nicht unbedingt dem üblichen Schönheitsideal findet. Ist das was für euch? Ich meine, es gibt ja so Marken wie Ila Maska, die dann eben künstlerisch alles anordnen und die Looks sind ja eher so editorial, ne? Aber würdet ihr das auch auf der Straße tragen? Es gibt natürlich viele ja, Gruppen, so Gothics und so, das ist ja auch eins von diesen Extremen, aber sie ist ja eher in der Minderheit. Aber so als Mainstream-Leute, tut ihr so etwas? Also ich finde das unheimlich spannend. Ich genieße das im Moment sehr, auch mich selber so zu testen, wie weit ich tatsächlich fähig bin zu gehen, ohne mich unwohl zu fühlen. Ich meine, ungeschminkt rausgehen, es ist immer so dieses Klischeehafte, oh, ich gehe nicht raus. Oder dass diejenigen, die sich ungeschminkt raustrauen, dann diejenigen verurteilen, die es nicht tun. Das finde ich eigentlich völlig unangemessen, weil ich persönlich bin auch niemand, der, ich gehe zwar einkaufen ungeschminkt, ich würde auch zum Arzt gehe ich sowieso ungeschminkt, um extra krank auszusehen. Ich leide so, Herr Doktor. Aber zum Beispiel, in die Disco würde ich nicht ungeschminkt gehen. Also würde ich mich ganz, ganz schrecklich fühlen, ganz ehrlich. Also für mich gehört das zum Spaß haben ja auch dazu. Dadurch, dass ich Schminken ja nicht unbedingt als etwas sehe, was mich einzig verschönern soll, um Gottes Willen, sondern einfach, weil es mir unheimlich viel Spaß macht. Also ne, herumzuspielen, sonst wäre ich nicht hier. So, bevor ich jetzt noch weiter aushole, bin ich einfach sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ihr seid herzlich eingeladen, euren Senf dazu abzugeben. Einige haben es ja schon auf dem Blog gemacht, aber letztendlich gilt die grundsätzliche Meinung, ja, ich schmink mich auch nicht immer um den Augen, einzig Mascara. Und ich glaube, es ist doch wirklich sehr selten, dass jemand darauf verzichtet. Aber vielleicht habt ihr ja Bock auf einen Flashmob, dann machen wir einen Mascara-freien Tag. Und jeder muss ein Handyfoto irgendwo hochladen, oder? Sollten wir das mal machen? Oh Gott, muss ich jetzt schon einen Termin benennen, damit wir das nicht vergessen. Oh Gott, was haben wir? Am Muttertag ist ein bisschen fies, ne? Vielleicht die Woche darauf. Das wäre dann der 15. Ne, sagen wir mal 14. Also falls ihr Bock habt, 14. Ach nee, da gehe ich auf eine Messe. Shit. Dann sagen wir mal darauf, am 21. Ne, das ist zu spät. Okay, 7. Mai. Also, ne, hier. In 3 Tagen. Wenn ihr Bock habt, macht beim Flashmob mit Mascara Free Day. Aber rausgehen, ne? Und Foto machen. Und irgendwas anderes trotzdem schminken, ne? Also nicht Gammeltag-Outfit, ne? Also ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.